Das ist eine sehr gute Entscheidung, die Sie getroffen haben, sich in dieses Video einzuklinken. Denn wir kommen heute zum absoluten Höhepunkt unserer Israel-Reihe. Israel, Gott und die Völker. Das ist ein total wichtiges Thema und ist viel bedeutsamer als all die anderen bisherigen Themen, die doch sehr punktuell sind. Erfüllt die Staatsgründung Israels, biblische Prophetie oder kommt der dritte Tempel oder wo war Gott im Holocaust? Das sind alles sehr interessante und auch wichtige Themen, aber doch sehr punktuell. Und selbst die Frage mit der Ersatztheologie ist zwar theologisch sehr weitreichend, aber auch ein sehr spezielles Thema. Und die Sache mit dem Endzeitfahrplan Israels betrifft ja viele Christen gar nicht. Alle Christen, die schon gestorben sind, die hat es gar nicht betroffen. Und auch nicht alle, die hier leben, wird es betreffen. Aber das, was wir heute haben, Israel, Gott und die Völker, es betrifft alle. Und es hat das Potenzial, deine und ihre Sicht auf die Welt sehr stark zu verändern. Es ist wie so eine Satellitenperspektive, mit der wir heute in die Bibel reinschauen. Und zwar haben wir eine einfache Dreiteilung. Ich möchte das Zeugnis der Psalmen voranstellen. Warum die Psalmen? Ja, überraschenderweise ist das Psalmbuch jenes Buch der ganzen Bibel, die die meiste Information über die Völker bietet. Das werden wir dann noch sehen. Nach dieser Betrachtung dieses Hauptbuches über die Völker werden wir 12 Thesen betrachten aus dem Alten Testament, um das zusammenzufassen, was das Alte Testament insgesamt über Gott, Israel und die Völker zu sagen hat, in 12 ziemlich prägnanten Thesen. Und das Gleiche machen wir dann auch mit dem Neuen Testament, nochmal 12 Thesen, um die Botschaft des Neuen Testaments zu Gott, Israel und den Völkern zusammenzufassen. Das Zeugnis der Psalmen werden wir so betrachten, dass ich zunächst mal alle relevanten Psalmverse lese. Das ist eine ziemliche Zumutung, würden vielleicht manche sagen. Ich halte es für sehr wichtig, das Wort Gottes selbst sprechen zu lassen. Ich halte es auch für eines der hilfreichsten Methoden des Bibelstudiums überhaupt, wenn man ein Thema bearbeiten will, einfach ein Bibelbuch oder am besten die ganze Bibel unter diesem Gesichtspunkt dieses Themas durchzulesen und sich die Stellen zu markieren. Und das habe ich bei einem Psalmen gemacht und alle Stellen markiert, wo irgendetwas über die Völker gesagt wird oder über die Gesamtheit der Menschen, also alle Menschen oder wie Gott auf jeden einzelnen Menschen schaut. Also diese Stellen in der Gesamtheit hat eine unglaubliche Wucht. Und das wollen wir einfach mal auf uns wirken lassen, indem ich einfach mal diese Lesung vornehme. Die geht vielleicht 10 bis 12 Minuten. Aber dann haben wir das Schwergewicht der Bibel zum Thema Völker schon mal abgearbeitet sozusagen und einen mächtigen Eindruck erhalten, was Gott zu diesem Thema zu sagen hat. Und dann in einem zweiten Schritt sortieren wir dann diese Hunderten von Stellen und schauen uns eine Negativliste an und eine Positivliste. Und ich glaube, dass die meisten von uns sehr überrascht werden, wie stark die Positivliste auch besetzt ist, was Gott positiv zu den Völkern zu sagen hat. Und genau. Und jetzt schauen wir einfach mal in die Psalmen rein. Es sind 150 Psalmen. Nicht in jedem Psalm steht etwas dazu, aber in sehr, sehr vielen. Und ich nenne nur die Psalmnummer, weil es sonst zu langatmig wird, wenn ich jeden einzelnen Vers dann auch noch versmäßig zitiere. Aber dann weiß man auch etwa, wann es zu Ende ist, weil bei Psalm 150 ist es dann auch zu Ende. Psalm 2. Was soll das Toben der Völker? Was soll ihr sinnloser Plan? Die Großen der Welt lehnen sich auf, verschwören sich gegen Jahwe, gegen seinen Messias, gehen sie an. Dann Psalm 7, versammle die Völker um dich zum Gericht, wird ja Gott aufgerufen. Psalm 8, wie gewaltig ist sein Name überall auf der Welt. Psalm 9, du weist Nationen zurecht. Er spricht ein gerechtes Urteil über die Welt, richtet geradlinig die Völker. Verkündet unter den Völkern sein Tun. Völker versanken in der Grube, die sie selber gruben.
Im Netz, das sie heimlich legten, verfing sich ihr eigener Fuß. Hinab zu den Toten gehören sie alle, die Völker, die Gott vergessen. Zieh die Völker vor Gericht und sprich das Urteil über sie. Bring Furcht über sie, Jahwe. Die Völker sollen erkennen, dass sie nur Menschen sind. Psalm 10. Du schaffst den Weisen und Bedrückten Recht. Kein Mensch auf der Erde muss mehr erschrecken. Psalm 11. Gottes Augen schauen auf die Menschen herab. Keiner entgeht seinem prüfenden Blick. Jahwe prüft sie alle. Psalm 14. Jahwe blickt vom Himmel auf die Menschen herab, will sehen, ob einer dort verständig ist. Nur einer, der Gott wirklich sucht. Psalm 18. Du hast mich den Streitigkeiten des Volkes entrissen, hast mich zum Haupt der Völker gesetzt. Denn Gott hat mir Rache verschafft, hat mir die Völker unterworfen. Darum will ich dich loben, Jahwe, deinen Ruhm vor den Völkern besingen. Psalm 21. Deine Hand spürt alle deine Feinde auf. Du fegst ihre Brut von der Erde weg, lässt sie aus der Menschheit verschwinden. Psalm 22. Es werden daran denken, die Enden der Erde zu Jahwe sich kehren, die Völker der Welt. Denn Jahwe ist König, er beherrscht jedes Volk. Psalm 24. Sein ist die Erde und was sie erfüllt, die Welt und ihre Bewohner. Psalm 33. Alle Welt fürchte Jahwe, vor ihm sollen beben die Bewohner der Erde. Jahwe zerbricht die Beschlüsse der Völker, vereitelt ihre stolzen Gedanken. Jahwe schaut vom Himmel herab und sieht jeden Menschen. Von seinem Thronsitz schaut er nieder auf alle Bewohner der Welt. Er hat ihnen allen das Herz gebildet. Er schaut auf alle ihre Werke. Psalm 44. Mit eigener Hand hast du Völker vertrieben. Das bezieht sich auf die Landnahme. Sie aber, Israel ist gemeint, sie aber eingepflanzt. Nationen hast du Schaden zugefügt. Du zerstreust uns unter die Völker, wird in Bezug auf Israel gesagt. Du machst uns zum Sprichwort für die Völker. Nationen schütteln den Kopf über uns, die Juden. Psalm 45. Unterwirf dir die Völker. Darum werden die Völker dich preisen, immer und ewig. Völker toben, Psalm 46. Völker toben, Weltreiche wanken. Wenn er seine Stimme schallen lässt, schmilzt die Erde dahin. Er beseitigt die Kriege auf der ganzen Welt. Lasst ab und erkennt, ich bin Gott. Ich werde erhöht sein unter den Völkern, erhaben auf der ganzen Erde. Psalm 47. Ihr Völker alle, klatscht in die Hände, begrüßt unseren Gott mit Freudengeschrei. Jahwe, ein großer König über die ganze Erde, er zwingt die Völker unter uns, Fremdvölker unter unsere Füße. Denn Gott ist König der ganzen Erde. Gott ist König über die Völker. Die Großen der Völker sind versammelt als Volk des Gottes Abrahams, denn die Herrscher der Völker gehören Gott. Psalm 48. Eine Freude für die ganze Welt ist der Zionsberg. Wie der Name Gott, so reicht dein Ruhm bis an das Ende der Welt. Psalm 49. Hört dies an, ihr Völker alle. Merkt auf, alle Bewohner der Welt. Psalm 53. Gott blickt vom Himmel auf die Menschen herab, will sehen, ob einer dort verständig ist. Nur einer, der wirklich Gott sucht. Doch alle haben sich von ihm entfernt. Sie sind alle verdorben. Keiner tut Gutes, nicht einer davon. Psalm 57. Ich will dich preisen, Herr, unter den Völkern, dir vor den Nationen Lob singen. Psalm 59. Werde wach und rechne mit den Völkern ab. Dann wird man wissen,
dass Gott in Israel herrscht und bis an das Ende der Erde. Psalm 65. Du Hoffnung aller Enden der Erde und des allerfernsten Meeres, der das Brausen der Meere stillt und den Aufruhr der Völker. Die Bewohner am Ende der Erde fürchten sich vor deinen Zeichen. Ost und West hast du mit Jubel erfüllt. Psalm 66. Jubelt Gott zu, alle Völker der Welt. Die ganze Erde wird dich anbeten, dir musizieren und sie werden deinen Namen besingen. Welch eine Perspektive. Für immer herrscht er mit gewaltiger Macht und behält die Völker im Auge, dass die Rebellen sich nicht erheben. Preist ihr Völker, unseren Gott. Psalm 67. Dass man seinen Weg auf der Erde erkennt, seine Hilfe unter allen Nationen. Die Völker sollen dich loben, Gott, alle Völker sollen dir danken, Nationen freuen sich und jubeln, denn du richtest die Völker gerecht. Du lenkst alle Nationen der Erde. Die Völker sollen dich loben, Gott, alle Völker sollen dir danken. Gott wird uns segnen und fürchten wird ihn die ganze Welt. Psalm 68. In deinem Tempel über Jerusalem bringen die Könige dir ihren Tribut. Zerstreue die Völker, denen Krieg gefällt. Singt Gott, ihr Königreiche der Erde. Psalm 72. Die Wüstenvölker knien vor ihm und seine Feinde lecken den Staub. Die Könige von Tarsisch und den fernsten Inseln bringen ihm Geschenke. Die Könige von Sheba und Saba bringen Tribut. Alle Herrscher huldigen ihm und alle Völker werden ihm dienen. Natürlich dem Messias. In seinem Namen wünsche man sich Segen und glücklich preisen ihn, dem Messias, alle Nationen. Seine Herrlichkeit erfülle die ganze Welt. Psalm 76. Er stutzt der Landesherrn Übermut, lehrt auch die Herrscher der Erde das Fürchten. Psalm 77. Du bist der Gott, der Wunder tut, hast deine Macht an den Völkern bewiesen. Psalm 78. Er vertrieb die Völker vor ihnen, verteilte ihr Land unter sein Volk und ließ in ihren Zelten die Stämme Israels wohnen. Das war die Landnahme Israels damals. Psalm 79. Gott, Völker sind eingedrungen in deinen Besitz, haben deinen heiligen Tempel geschändet und Jerusalem zu einem Trümmerhaufen gemacht. Lass deinen Zorn an den Völkern aus, die dich nicht anerkannt haben, an allen Königreichen, die deinen Namen nicht anrufen. Warum dürfen die Völker sagen, wo ist denn ihr Gott? Lass die Völker vor unseren Augen erkennen, dass du das vergossene Blut deiner Diener rächst. Psalm 80. Ein Weinstock grubst du in Ägypten aus, vertriebst ganze Völker. Psalm 82. Steh bitte auf, Gott, und regiere die Erde, denn dir sollen alle Völker gehören. Psalm 83 werden etliche Völker aufgezählt: Edom, Ismaeliten, Moab, Hagariter, Gebal, Amalek, Ammon, Philistea, Tyrus, Assyrien. Dann heißt es am Ende: Sie sollen erkennen, dass du allein der Jahwe heißt, der Höchste in aller Welt bist. Psalm 86. Alle Völker, die du schufst, werden kommen und dich anbeten, Herr, und deinen Namen ehren. Welche Perspektive! Vers 87. Wenn Jahwe alle Völker registriert, schreibt er, dieser hat in Zion Heimatrecht. Psalm 89. Herr, denk doch daran, wie man deine Diener beschimpft, wie ich es von den vielen Völkern ertrug. Psalm 94. Greif ein, du Richter der Welt, der die Völker erzieht. Psalm 96. Singt Jahwe, ganze Erde, erzählt bei den Völkern von seiner Herrlichkeit, von seinen Wundern bei allen Nationen. Denn alle Götter der Völker sind nichts.
Gebt Jahwe, ihr Völkerstämme, gebt Jahwe Ehre und Macht. Gebt ihm seines Namens Herrlichkeit. Kommt in seine Höfe mit Opfern. Beugt euch vor Jahwe in heiligem Schmuck. Die ganze Welt erzittere vor ihm. Sagt den Völkern, Jahwe ist König. Er wird den Völkern ein gerechter Richter sein. Denn er kommt, um die Erde zu richten. Mit Gerechtigkeit regiert er die Welt, mit Wahrheit alle Völker. Psalm 97. Die Erde soll jubeln, die vielen Küstenländer freuen sich vor dem Herrscher der ganzen Erde. Seine Gerechtigkeit wird vom Himmel bezeugt und seine Wahrheit von allen Völkern gesehen. Denn in der ganzen Welt bist du der höchste Jahwe. Psalm 98. Sein Heil hat Jahwe den Völkern gezeigt, seine Gerechtigkeit allen enthüllt. Nun ist bekannt bis ans Ende der Welt, dass unser Gott uns befreit. Jubelt Jahwe, alle Welt. Denn er kommt und richtet die Welt. Er richtet den Erdkreis gerecht, die Völker unparteiisch und wahr. Psalm 99. Es zittern die Völker, es bebt die Erde. Groß ist Jahwe in der Zionsstadt, über allen Völkern erhaben. Sie sollen deinen Namen loben. Psalm 100. Jauchzet Jahwe, alle Welt. Psalm 102. Dann werden die Völker den Namen Jahwes fürchten, die Herrscher der Erde deine Herrlichkeit, wenn Jahwe Zion wieder aufgebaut hat. Wenn die Völker sich alle versammeln, die Königreiche ihm dienen. Psalm 105. Mach den Völkern seine Taten bekannt. Seine Rechtsentscheide gelten in der ganzen Welt. Gott wird genannt der Herrscher über Völker. Er gab ihnen die Länder der Völker, seinem Volk Israel. Psalm 106. Da schwor er, also Gott, mit erhabener Hand, sie in der Wüste niederzuschlagen und ihre Nachkommen in alle Welt zu zerstreuen, die weltweite Zerstreuung Israels, sie zu zersprengen unter die Länder. Auch eine Kritik an Israel. Sie rotteten die Völker nicht aus, die Jahwe ihnen genannt hatte. Sie vermischten sich mit ihnen und nahmen ihre Gebräuche an. Er liefert sie an fremde Völker aus. Ihre Hasser durften sie über sie herrschen. Ihre Feinde unterdrückten sie. Sie beugten sich unter ihre Gewalt. Das war Gottes Gericht über Israel. Bei denen, die sie verschleppten, ließ er sie Erbarmen finden. Führe uns aus den Völkern heraus, was Gott jetzt ja auch gerade tut. Psalm 107. Aus fremden Ländern wieder heimgebracht, vom Osten, vom Westen her, vom Norden und vom Meer. Sie sollen Jahwe loben für seine Gnade, für seine Wunder, die er an Menschen tut. Auf Psalm 107 noch dieser Refrain immer wieder. Sie sollen Jahwe loben für seine Gnade, für seine Wunder, die er an Menschen tut, also weltweit auch tut. Vor allen Menschen will ich dich loben, ich spiele dir mein Lied vor den Völkern. Psalm 108 war das. Psalm 110, der am Tag seines Zorns Könige zermalmt, der Gericht hält über die Völker der Welt. Psalm 111, die Kraft seiner Taten zeigte er seinem Volk, also Israel, um ihm das Erbe der Völker zu geben. Psalm 113, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang werde gelobt der Name Jahwes. Jahwe ist über alle Völker erhaben. Psalm 115. Warum dürfen Heidenvölker sagen, wo ist er denn, ihr Gott? Psalm 117. Alle Nationen lobt Jahwe, all ihr Völker rühmt ihn. Psalm 118. Feindliche Völker kreisten mich ein. Ich trieb sie zurück im Namen Jahwes. Sie umringten mich. Sie schlossen mich ein, doch ich habe sie zerschlagen im Namen Jahwes. Wie ein Schwarm von Bienen umschwirrten sie mich. Wie Feuer im Dornbusch verlöschten sie und ich wehrte sie ab im Namen Jahwes. Psalm 119. Ich halte sie selbst den Königen vor, also Königen anderer Völker. Jahwe, deine Güte erfüllt alle Welt. Psalm 126. Damals sagte man unter den Völkern, Jahwe hat Großes
für sie, also für Israel, getan. Psalm 135. Er besiegte viele Völker, brachte starke Könige um. Sihon, den König der Amoriter, und Og, den König von Bashan, und alle Königtümer Kanaans. Die Götzen der Völker sind ja nur Silber und Gold, Werke von Menschen gemacht. Psalm 138. Alle Könige der Erde sollen dich, Jahwe, loben, wenn sie die Worte aus deinem Mund hören. Psalm 144. Streck deine Hände vom Himmel herab, reiß mich heraus aus der tödlichen Flut, aus der Macht der feindlichen Völker. Psalm 145. Jahwe ist gut zu allen. Er erbarmt sich aller seiner Geschöpfe, damit die Menschen deine Großtaten erfahren und die Herrlichkeit deines Reiches. Nah ist Jahwe allen, die zu ihm rufen, allen, die dabei aufrichtig sind. Psalm 146. Jahwe behütet die Fremden. Psalm 147. Von Israel gesagt, sie kennen seine Rechtsordnung nicht. Nein, das ist von den Heiden gesagt. Sie kennen seine Rechtsordnungen nicht. Psalm 148. Ihr Könige der Erde und ihr Völker alle, ihr Oberen und ihr Richter der Welt, ihr jungen Männer und Frauen, ihr Alten mit den Jungen, loben sollen sie den Namen Jahwes. Psalm 149. Um Vergeltung an den Völkern zu vollziehen, Gottes Gerichte an den Nationen, um ihre Könige mit Ketten zu binden, ihre Edlen mit eisernen Fesseln, um an ihnen zu vollstrecken, geschriebenes Recht. Und Psalm 150, das letzte Wort, alles, was atmet, lobet Jahwe. Also es ist eine gewaltige Fülle, was das Buch der Psalmen uns über Gott und die Völker sagt. Und wenn man eine Negativliste zusammenstellt, das habe ich jetzt hier gemacht, kann man das mal kurz zusammenfassen. Man sieht dann auch immer, wie viele Bibelstellen dieses Thema auch behandeln und unterstreichen. Das Toben der Völker, relativ oft. Einmal heißt es, die Völker schaden sich selbst. Dann Jahwe prüft alle Menschen, einige Bibelstellen. Jahwe weist die Völker zurecht, auch hier mehrere Stellen. Jahwe zerbricht die Beschlüsse der Völker, eine Stelle. Alle Völker, die Gott vergessen, wartet. Alle auf Völker, die Gott vergessen, wartet der Tod. Psalm 9, Vers 18. Und Jahwe zerstreut Israel unter die Völker und macht Israel dort zum Sprichwort. Auch da mehrere Stellen, die das bezeugen. Eine Negativliste. Viel erstaunlicher ist die Positivliste. Die Völker gehören Jahwe. Das muss man sich immer wieder sagen. Die Völker gehören Jahwe. Die Völker sollen erkennen, dass sie nur Menschen sind. Das ist immer wieder nötig. Verkündet unter den Völkern Jahwes Tun. Sehr viele Bibelstellen. Das ist die Verantwortung der Gläubigen, die Jahwe kennen. Die haben die Verantwortung, unter den Völkern Jahwes Tun bekannt zu machen. Alle Welt soll Jahwe fürchten und preisen. Da gibt es ganz, ganz viele Stellen, wie wir hier sehen. Das soll die Welt. Alle Welt soll Jahwe fürchten und preisen. Aber nicht nur das sollen sie, sondern die Bibel sagt auch, das werden sie. Jahwes Name wird anerkannt unter den Völkern. Auch hier 6, 7, 8 Bibelverse. Die Völker bekehren sich zu Jahwe und preisen ihn ewiglich. Welche positive Nachricht. Die Völker bekehren sich zu Jahwe und preisen ihn ewiglich. Jahwe herrscht als König über alle Völker. Da haben wir die allermeisten Bibelstellen. Der Messias herrscht über die Völker. Psalm 2, viele Psalmen, messianische Psalmen. Und mit der Herrschaft des Messias, die ja auch eine Herrschaft der Gerechtigkeit ist, kommt dann auch der Weltfriede. Der Messias in seiner Herrschaft über Völker wird den Weltfrieden bringen. Völker werden Israel unterworfen. Und die ganze Welt freut sich am Zionsberg. Nicht nur die Juden, sondern auch die Völker der Welt. Die ganze Welt freut sich am Zionsberg, heißt es. Und die Völker bringen ihren Tribut in seinen, also in Jahwes Tempel. Sehr beeindruckend finde ich, diese negative und noch beeindruckender eigentlich diese Positivliste, welche unheimlich guten Gedanken
und ermutigenden Gedanken Gott über die Völkerwelt hat. Wir kommen zum zweiten Hauptteil dieses Vortrags. Israel, Gott und die Völker, 12 Thesen aus dem Alten Testament. Ich möchte jetzt anhand von diesen 12 Thesen, die man zum Teil sehr kurz abhandeln, einfach zeigen, was ist die große Linie, was ist das Overall-Bild, was das Alte Testament zeichnet im Blick auf Israel, Gott und die Völker. Es gibt da tausende von Bibelstellen, die diese Themen behandeln in der Bibel. Aber ich möchte es hier wirklich konzentriert bringen auf den Punkt, was lehrt das Alte Testament im Wesentlichen zum Thema Israel, Gott und die Völker. Und das kann man in 12 Thesen wirklich bündeln. Erste These: Gott ist der Schöpfer. Einmal des Menschen, 1. Mose 1, aber auch der Völker, und er ist auch der Schöpfer Israels, indem er Abraham beruft und aus ihm ein Volk macht. Dass Gott der Schöpfer der Völker ist, lesen wir in 5. Mose 32. 5. Mose 32. Wir kommen dann nachher nochmal auf diese Stelle zurück. Als der höchste Nationen einsetzte. Also Idee, die Menschheit in Völker zu gliedern, die kommt von Gott. Als er die Nation einsetzte, als er Adams Kinder verteilte, bestimmte er die Grenzen der Völker. Ich komme nachher noch mal auf diesen Vers zurück. Also er hat, dass es Völker gibt, dass sie in abgegrenzten Gebieten leben, auch mit ihrer eigenen Sprache und so, das ist Gedanke Gottes. Und aus einem Menschen hat er alle Völker gemacht, sagt Apostel 17. Ja, Gott ist der Schöpfer des Menschen, er ist der Schöpfer Israels, aber er ist auch der Schöpfer der Völker. Dann hat Gott einen doppelten Plan. Der Plan A ist, dass Gott direkt mit der Menschheit handelt. Das sehen wir am Anfang der Bibel. Die ersten 11 Kapitel handelt Gott direkt mit der gesamten Menschheit. Und wir sehen das auch wieder am Ende der Bibel, da handelt Gott mit der gesamten Menschheit. Offenbarung 4 bis 22. Also ist Anfang und Ende der Bibel, wie so, da spiegelt sich etwas, kommt er wieder auf den Plan A zurück, wieder mit der gesamten Menschheit zu handeln. Und interessant, in diesem ersten Abschnitt, wo Gott mit der Menschheit handelt, dann gliedert sich diese Menschheit am Ende, in 1. Mose 10, werden uns 70 Völker genannt. Aber dann ändert Gott seine Strategie. Und er wählt sich Abraham, Isaak und Jakob, um sich aus ihnen ein Eigentumsvolk aus allen Völkern zu schaffen. Und dieses Volk soll dann einen Mann hervorbringen, nämlich den Christus, durch den Gott alle Völker der Erde segnen wird. Von da an nimmt sich Gott besonders das Volk des Volkes Israel an. Und die übrigen Völker gibt er dahin, so heißt es im Römerbrief, indem er sie bis zur Weltherrschaft des Christus unter der Regierungsverantwortung von himmlischen Wesen setzt, wie wir noch sehen werden. Also im Plan B, Gott handelt direkt mit Israel, 1. Mose 12, bis Offenbarung 3 geht es nicht mehr so, dass Gott direkt mit den Völkern handelt, sondern er handelt indirekt mit den Völkern über Israel, beziehungsweise die Gemeinde, die ja das wahre Israel darstellt, in dem Sinne, in dem sie eingepfropft werden, in Israel eingepfropft werden. Und dieses Volk Gottes, am Ende des ersten Buches Mose, werden uns 70 Menschen gezeigt, die zu diesem Volk Gottes gehören, zu diesem Eigentumsvolk Gottes, durch das Gott dann in Zukunft handelt an den Völkern. Also 1. Mose 10 endet mit 70 Völkern, 1. Mose 46 mit 70 Seelen, aus denen dann das Volk Israel hervorgeht. Israel ist trotz seiner Kleinheit Gottes auserwähltes Volk vor allen Völkern. Israel ist etwas Besonderes, hat ein Vorrecht, weil Gott es auserwählt hat. 5. Mose 7, Vers 6 bis 7 wird es ganz klar ausgesagt. Denn du bist ein Volk, das ausschließlich Jahwe gehört. Also ein Eigentumsvolk. Denn du bist ein Volk, das ausschließlich Jahwe gehört. Jahwe, dein Gott, hat dich aus allen Völkern der Erde ausgewählt.
zu einem ganz bestimmten Zweck, wie wir noch sehen werden. Ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. Und diese Besonderheit hat natürlich auch eine hohe Verantwortung für Israel dann. Vers 7. Jahwe war euch nicht deshalb zugeneigt, weil ihr größer als alle Völker wäret. Ihr seid ja das Kleinste unter ihnen. Sondern weil er euch liebte und den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hat. Und nur deshalb hat er euch mit starker Hand aus dem Sklavenhaus geführt, aus der Gewalt des ägyptischen Pharao. Also Israel ist trotz seiner Kleinheit Gottes auserwähltes Volk vor allen Völkern. Es ist privilegiert. Und durch Gottes Bund mit Israel wird Israel als Priester Gottes für alle Völker eingesetzt. Also die Auserwählung Israels ist kein Selbstzweck, dass Israel gehätschelt wird, sondern Israel hat eine Funktion, hat eine Aufgabe für Gott wahrzunehmen, und zwar eine Aufgabe an den Völkern. Es ist Strategie Gottes, nicht mehr direkt mit der gesamten Menschheit zu arbeiten, sondern durch Israel auf die Völker einzuwirken. Deswegen Israel, der Priester Gottes für alle Völker. Und ehe Gott diesen Bund schließt mit Israel, macht er praktisch dieses klar, was der Zweck Israels ist, wozu Israel auserwählt wurde und was es dann, warum er diesen Bund mit diesem Volk auch schließt. Wir lesen dort in 2. Mose 19, 3 bis 6. Mose stieg hinauf, um Gott zu begegnen. Da rief ihm Jahwe vom Berg aus zu, sage es den Nachkommen Jakobs, rede zu den Israeliten. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ihr habt erlebt, dass ich euch wie auf Adlersflügeln getragen und bis hierher zu mir gebracht habe. Also ein ganz besonderes Eigentumsvolk. Also Gott ist enorm in Vorleistung gegangen. Wenn ihr nun auf mich hört und meinen Bund haltet, dann sollt ihr unter allen Völkern mein persönliches Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Ihr sollt mir, und jetzt kommt die Zweckbestimmung Israels, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein, ein heiliges Volk. Ein heiliges Volk. Ein Königreich von Priestern. Was ist die Aufgabe von Priestern? Es ist vor allem ein Mittlerdienst. Ein Mittlerdienst zwischen Gott und den Menschen. Und so soll Israel als Priester Gottes vermitteln zwischen Gott, ihren Gott und den Menschen, weil Gott der Gott aller Menschen ist. Er hat sie alle geschaffen. Das ist ganz wichtig, diese Funktion ist so zu verstehen, dass die Erwählung Israels zu etwas ist. Erwählung, um Eigentumsvolk Gottes zu sein, um als Priester Gottes positiv auf die Völker einzuwirken und sie praktisch zu Gott zu führen. Vierte These. Gott hat Israel als sein Eigentumsvolk berufen. Das haben wir hier gesehen, wir haben es auch in 5. Mose 7 gelesen und auch in 5. Mose 32, Vers 9, steht es nochmal ganz eindeutig, dass Israel Gottes Eigentumsvolk ist. 32, Vers 9. Der Anteil Jahwes ist sein Volk. Jakob ist sein Erbbesitz. Auch Psalm 135. Also Gott hat Israel als sein Eigentumsvolk berufen. Praktisch sein Vorgarten. Aber die Völker unterstellte er der Aufsicht von Himmelswesen. Das ist etwas, was viele vielleicht noch gar nie gehört haben. Es ist aber trotzdem ein biblischer Gedanke. Und es hat auch etwas damit zu tun, dass diese Stellen nicht so sehr zahlreich sind und auch durch die Übersetzung etwas verdunkelt wurden, durch eine falsche Übersetzung verdunkelt wurden. 5. Mose 32, 8 heißt es, als der höchste Nation einsetzte, als er Adams Kinder verteilte, und das bezieht sich auf 1. Mose 10, wo die Völker verteilt wurden, nach dem Turmbau zu Babel wurden die Völker zerstreut und in ihre Grenzen eingewiesen von Gott. Als der höchste Nation einsetzte, als er Adams Kinder verteilte, bestimmte er die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Gottes. Also hier steht in dieser Übersetzung nach der Zahl der Söhne Israels, das findet man auch in vielen Übersetzungen, aber diese Übersetzung ist inkorrekt, ist eine falsche Textgrundlage an dieser Stelle. Und zwar verhält sich es hier so folgendermaßen. Die korrekte Lesart vom Hebräischen her ist hier
Engel Gottes. Oder Engel Gottes. Nicht Söhne Israels, sondern Söhne Gottes oder die Engel Gottes. Die Septuaginta, die altlateinischen Übersetzungen und auch Qumran und die ältesten hebräischen Manuskripte haben hier Engel Gottes. Nicht Söhne Israels, sondern Engel Gottes. Und die Vulgata hat Söhne der Götter. Und Heiser in seinem Buch The Unseen Realm, also die unsichtbare Wirklichkeit oder unsichtbare Herrschaft, begründet sehr ausführlich auch in verschiedenen Artikeln sehr, sehr gründlich, warum die Lesart, die Söhne Gottes oder Engel Gottes hier die korrekte Lesart ist. Auch die Biblica Hebraica Stuttgartensia, also eine bestimmte hebräische Bibelausgabe, sieht Engel Gottes als die wahrscheinlich richtige Lesart an. Wer sind diese Engel Gottes? Das sind Gottessöhne, es sind himmlische Wesen, denen Gott die Völker unterstellt. Also Gott kümmert sich speziell um Israel, das ist sein Eigentumsvolk, und die Völker unterstellt er Himmelswesen. Söhnen Gottes, wie sie genannt werden, das sind Himmelswesen, Engel. Und das finden wir auch im Psalm 82. Und das war der Ausgangspunkt, wo Heiser die seine Entdeckung dann auch den Anfang nahm, als er darüber promoviert hat. Gott steht auf in der Versammlung der Bene Elohim oder der Götter, der Elohim, also in der Götterversammlung. Im Kreis der Götter hält er Gericht und damit sind diese Himmelswesen gemeint. Ich habe jetzt keine Zeit, auf Psalm 82 näher einzugehen. Aber in Daniel 10 und in Daniel 11, Vers 1 haben wir diese Aussage, dass über die Könige, über das Volk Griechenland und über das Volk, über die Perser, ein Engelwesen gesetzt ist, ein Fürst gesetzt ist, mit dem dann Gabriel auch kämpft oder auch der Engel Michael Kämpfe hat. Also da sind Engelfürsten über Völker gesetzt. Ja, es findet sich in Daniel Kapitel 10, Vers 13, Vers 20 bis 21 und Kapitel 11, Vers 1 in Daniel. Und das sind nicht Menschen, diese Fürsten, die über Völker gesetzt sind, sondern die sind sehr langlebig, über Jahrhunderte hinweg, haben die Macht über Völker. Und das hat mit diesem Gedanken zu tun, dass Gott die Völker praktisch nicht unmittelbar direkt verwaltet, sondern sie unter Herrschaft von Himmelswesen gegeben hat, die hier eine Verantwortung für diese Völker wahrnehmen. Da bleibt vieles im Dunkeln. Die Bibel sagt insgesamt sehr wenig dazu, aber es wird bezeugt, dass Gott sich besonders um Israel kümmert und die Völker hat er der Aufsicht von diesen Engeln Gottes oder Söhnen Gottes unterstellt. Trotzdem hat Gott, auch wenn er die Völker diesen Mächten unterstellt hat, hat Gott die Oberaufsicht über die Völker. Die hat er nie aufgegeben. Natürlich hat er die Oberaufsicht. Deswegen zitiert er auch diese Söhne Gottes, diese Engel, und hält Gericht über sie, weil sie ihren Job vielleicht nicht so gut machen. Gott behält die Oberaufsicht über die Völker und das zeigt sich besonders in seinem universalen Gerichtshandeln. Also es ist nicht so, dass Gott sich nur mit Israel beschäftigt und überhaupt nicht mit den Völkern, sondern Gott beschäftigt sich durchaus auch mit den Völkern und er handelt vor allem auch im Gericht an den Völkern. Im Rahmen der Fremdvölkersprüche im Amos 1 bis 2, Jesaja 13 bis 23, das sind 11 Kapitel, Jeremia 46 bis 51, auch viele sehr lange Kapitel, Hesekiel 25 bis 32, nochmal 6 Kapitel, 7 Kapitel, 8 sogar, 8 Kapitel. Insgesamt haben wir hier 629 Verse, allein nur in diesen 4 Propheten, die hier genannt sind. Und dort wird über 13 verschiedene Völker verhandelt und Gericht gehalten. Und manche Völker sind besonders Zielscheibe oder im Visier Gottes. Babylonien mit 159 dieser 629 Verse geht es um Gericht über Babylon oder auch das Verhalten von Babylon. Ägypten 154, Tyrus 96, Moab 77, Edom 50, Assyrien und dann auch noch weitere Völker mit weniger Versanzahl. Auch der Prophet Obadja, ein Kapitel, aber es geht Gericht gegen Edom.
Bei Nahum und Jona haben wir Gericht gegen Assyrien. Also Gott beschäftigt sich durchaus mit den Völkern und das zeigt sich in seinem universalen Gerichtshandeln an den Völkern. Israel, sechste These aus dem Alten Testament, Israel leidet vielfach unter den Völkern. Also die Geschichte Israels ist auch eine starke Geschichte des Leidens. Und das fängt von Anfang an, ist das mit Leiden verbunden. Bei der Volkwertung in Ägypten, wo aus diesen 70 Seelen dann ein Millionenvolk wird, sie haben schwer gelitten, wurden versklavt zur Zwangsarbeit, ja, und haben unsäglich gelitten und Gott hat sie dann, als das Maß voll war, dann auch herausgeholt aus diesem Sklavenhaus. Auch vor der Landnahme haben sie an Völkern gelitten. Die feindlichen Amalekiter haben sie angegriffen. Die Moabiter haben sie attackiert und Wahrsager Bileam bestellt, um sie zu verfluchen und solche Sachen. Also Feindschaft haben sie erfahren von anderen Völkern. Vor allem hat Israel gelitten im Rahmen der Züchtigungen Gottes. Wegen Israels Ungehorsam. Das hat mit dem Bundesfluch zu tun, den wir in 3. Mose 26 und 5. Mose 28 lesen. Sehr, sehr ausführliche Texte, sehr umfangreich, wo gesagt wird, was Israel alles widerfährt, wenn sie nicht gehorsam sind und wenn sie sich mit den Götzen einlassen und wenn sie Gott den Rücken kehren und die Gesetze vergessen und so weiter. Und der Ungehorsam bringt dann Gericht nach sich und vor allem auch Gericht durch fremde Völker. Dass sie beherrscht werden, dass sie ja in die Verbannung geführt werden, dass sie in die Welt zerstreut werden. Ja. Und so hat Gott die Völker benutzt als Züchtigungsroute gegen Israel, immer wenn Israel ungehorsam war. Das sehen wir ganz deutlich bei Assyrien, bei Babylonien wird es explizit auch so genannt, dass sie Gerichtsrouten Gottes sind, wo er mit seinem Zorn gegen Israel vorgeht, um sie zu züchtigen, zu strafen. Aber um sie wieder zurechtzubringen. Also im Rahmen der Züchtigung Gottes wegen Israels Ungehorsam kommen die Völker oft ins Spiel und dann haben sie die Obermacht und unterdrücken Israel und kommt teilweise zu schrecklichen Vernichtungen und Zerstörungen. Und dann hat Israel als vierte große Linie einschneidende Leidenserfahrungen erlebt, vor allem mit den Weltmächten. Also die Bibel spricht von Ägypten, die damalige Weltmacht, wo Israel versklavt war und Gott holt sie da heraus. Dann Assyrien war Weltmacht, hat das Nordreich weggeführt und Israel, Südreich, an Abgrund gebracht, dass sie mit dem Rücken zur Wand standen. Dann hat Gott aber eingegriffen. Die Weltmacht Babylonien hat Südreich dann zerstört, in die Gefangenschaft geführt, Tempel zerstört. Unter der Weltreich Medo-Persien war der böse Haman, der einen Genozid an den Juden vollziehen wollte und war kurz davor, dass es umgesetzt wird. Aber Gott hat eingegriffen durch Esther und Mordechai und es kam dann nicht dazu. Und unter Griechenland hat Israel auch besonders gelitten in der Zeit von Antiochus Epiphanes, wo dieser griechische Weltherrscher eine schreckliche Religionsverfolgung durchgeführt hat. Viele Juden haben damals zusammengearbeitet mit dem Heidentum, mit dem Hellenismus und fanden das schick und modern, eben hellenistisch zu sein und den Glauben an den Gott der Väter ad acta zu legen. Aber es gab auch viele treue Juden und die kamen unter schreckliche Verfolgungsnot unter Antiochus Epiphanes. Der Tempel wurde entweiht. Also es gibt einschneidende Leidenserfahrungen Israels im Alten Testament schon unter den Weltmächten. Israel leidet vielfach unter den Völkern. Das ist eine Geschichte des Leidens. Israel ist auch Gottes Gerichtswerkzeug an den Völkern. So wie Gott die Völker benutzt, Assyrien oder Babylonien oder andere Völker, um an Israel Gericht zu üben, sie zu züchtigen wegen ihrer Sünden, so ist umgekehrt auch Israel Gottes Gerichtswerkzeug, um an Völkern das Gericht Gottes zu vollziehen. Deutlich wird das bei der Landnahme. Ist ja eine schreckliche Sache, dass hier die Völker, die dort leben, ausgerottet werden sollen. Ja, das ist wirklich Genozid, den Gott da befiehlt. Aber es hat eben einen Hintergrund, hat eine Vorgeschichte, eine mehrere hundertjährige Vorgeschichte, eine riesige Sündengeschichte, die da im Hintergrund ist. Nämlich 1. Mose 15, Vers 16 sagt, dass diese Landnahme jetzt noch nicht geschehen kann, denn das Sündenmaß der Kanaaniter oder der Amoriter, der Völker, die dort in Israel lebten, war noch nicht voll.
Aber 400 Jahre später war dann das Sündenmaß voll und dann wurden sie auch vernichtet. Und Israel war das Werkzeug Gottes, diese Vernichtung durchzuziehen. Es war unmittelbar von Gott auch befohlen, diese Vernichtung durchzuführen, als Gericht über diese Völker. Zum Beispiel 5. Mose 7, 1 folgende. Wenn Jahwe dein Gott dich in das Land bringt, in das du jetzt ziehst, um es in Besitz zu nehmen, wenn er, Gott ist es, er viele Völker vor dir vertreibt, die Hethiter, Girgashiter, Amoriter, Kananiter, Ferisiter, Hiviter und Jebusiter, 7 Völker, die größer und stärker sind als du. Wenn Jahwe dein Gott sie dir ausliefert und du sie schlägst, musst du unbedingt den Bann an ihnen vollstrecken. Du darfst sie nicht verschonen und keinen Bund mit ihnen schließen. Du darfst dich auf keinen Fall mit ihnen verschwägern, dass du deine Töchter einen Mann von ihnen gibst oder eine ihrer Töchter für deinen Sohn nimmst. Denn sie würden deine Kinder verführen, dich von Jahwe abzuwenden und anderen Göttern zu dienen. Dann würde Jahwe zornig werden über dich und euch schnell vernichten. Vor euch gibt es nur eins. Reißt ihre Altäre nieder, zerschlagt ihre Steinmale, haut ihre Aschera-Pfeile um, Pfähle um und verbrennt ihre Götterbilder. Denn du bist ein Volk, das ausschließlich Jahwe gehört. Dieses Eigentumsvolk Gottes sein hat auch eine Verpflichtung, allein Gott zu dienen. Und auch bei Jericho wurde dann der Bann vollstreckt auf Geheiß Gottes. Also da war Gott, hat Gott Israel benutzt als Gerichtswerkzeug an diese Völker. Und diese Völker hatten auch schwere Schuld auf sich geladen. Man weiß heute von Kinderopfern in ihren Tempeln, dass da Kinder dem Moloch dargebracht wurden, geopfert wurden. Das ist genauso wie heute mit dieser schrecklichen Abtreibung, dass Kinder im Mutterleib getötet werden, millionenfach. Gott wird sowas auch richten. Und im Endgericht wird Israel auch wieder als Werkzeug Gottes zum Gericht an den Völkern dienen. Da lesen wir in Sacharja 12 am Ende, wenn dann Gott eingreift und das Schicksal wendet, dass Israel dann auch benutzt wird, um die Völker zu schlagen. Kapitel 12, Vers 6 bis 9, da heißt es, an jenem Tag mache ich die Anführer Judas zu einem Feuer unter trockenem Holz, zu einer Fackel und einem Haufen Stroh. Ja, was passiert? Feuer unter trockenem Holz, Fackel unter Stroh, natürlich, es brennt. Sie werden rechts und links alle Völker verbrennen, also die Juden. Und Jerusalem wird unversehrt an seinem Platz bleiben. Doch zuerst wird Jahwe die Juden retten, damit der Stolz der Nachkommen Davids und der Einwohner von Jerusalem nicht zu groß wird. An jedem Tag wird Jahwe die Einwohner Jerusalems beschützen. Der Schwächste von ihnen wird stark sein wie David und die Davids Nachkommen wie eine Gottesmacht, wie der Engel Jahwes, der ihn voranzieht. An jenem Tag werde ich darauf bedacht sein, alle Völker zu vernichten, also Gott ist darauf bedacht, alle Völker zu vernichten, die gegen Jerusalem angerückt sind. Das ist dieser Endkampf um Jerusalem. Und da benutzt Gott dann auch Israel, um diese Völker zu schlagen. Also das ist auch ein Aspekt, so wie die Völker Gerichtswerkzeug Gottes an Israel sind, so ist auch Israel an bestimmten Stellen Gerichtswerkzeug Gottes an den Völkern. Israel ist von Gott zur Herrschaft über die Völker bestimmt. Das wird deutlich im Bundessegen. Das hat Gott einfach so beschlossen und das hat auch seinen Sinn und seine Berechtigung. Und viel Segen und viel Vorrechte bedeuten immer auch viel Verantwortung. Und weil Gott Israel auserwählt hat, hat Israel auch mehr Verantwortung. Ja, Israel soll herrschen über die Völker, aber hat auch eine ganz erhöhte Verantwortung. Und weil sie die Verantwortung ja weithin nicht nachgekommen sind, sind sie auch unter schreckliche Gerichte gekommen, wie kein anderes Volk der Welt. Ja. Also, aber eigentlich ist Israel zur Herrschaft über die Völker bestimmt. Und ich lese das in 3. Mose 26, Vers 7 bis 8. Das ist ein Teil von dem Bundessegen. Und da ist auch im Bundessegen enthalten, wie ist das Verhältnis zu den Völkern. Ihr werdet eure Feinde verfolgen. Vor euren Augen fallen sie durch das Schwert. 5 von euch werden 100 verfolgen und 100 von euch 10.000. Eure Feinde fallen durch das Schwert. Also das zeigt die Überlegenheit Israels über die Feinde aufgrund des Bundessegens, wenn sie Gott gehorsam sind, als sein Eigentumsvolk. In 5. Mose 28 ist es noch deutlicher. Haben wir 5. Mose 28, Vers 12,
bis 14. Jahwe wird dir sein Schatzhaus, den Himmel, öffnen, um deinem Land zur rechten Zeit Regen zu geben und alle Arbeit deiner Hände zu segnen. Also der Gehorsam bringt Segen nach sich und dadurch kommt ein Volk auch hoch, kommt Israel auch hoch, es wird auch reich und wohlhabend. Jahwe wird dir alle Arbeit deiner Hände segnen. Du wirst vielen Völkern leihen können, weil es im Wohlstand lebt. Selbst aber nicht leihen müssen. Du musst keine Schulden aufnehmen. Jahwe wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Also Anführer, nicht Ende. Kopf, nicht Schwanz. Jahwe wird dich zum Kopf machen, nicht zum Schwanz. Du wirst immer die Oberhand haben und nicht unterliegen, solange du den Geboten Jahwes, deines Gottes, gehorchst, die ich dir heute zu beachten gebe. Also Israel ist von Gott zur Herrschaft über die Völker bestimmt. Ja, ist auch ein Stück weit von Saat und Ernte. Wer gehorsam bringt ein Volk nach oben. Ja, und dann bringt das Segen und Macht und Wohlstand mit sich. Und das wird im Bundessegen deutlich. Neunte These. Gott eifert für Israel und kämpft für Israel gegen dessen Feinde. Beim Auszug aus Ägypten sehen wir das. Beim Fluch über Amalek, die Israel angegriffen haben in der Wüste, bei der Bestrafung der Midianiter, die den Bileam gedungen haben gegen Israel. Wir sehen das immer, immer wieder in dem Richterbuch, in Samuelbüchern, Königsbüchern, dass Gott Hilfe schenkt in Israels Kriegen, wenn Israel Not ist und sich zu Jahwe wendet. Und im Lied des Mose, 5. Mose 32, wo ein gesamter Geschichtsüberblick über die komplette Geschichte Israels vom Auszug bis zum Auszug aus Ägypten bis zum Ende in der Vollendung beschrieben wird. In 5. Mose 32, Vers 43 haben wir diesen entscheidenden Satz. Ihr Nationen preist glücklich sein Volk, denn er, Jahwe, rächt das Blut seiner Diener, nimmt Rache an seinen Feinden und nimmt den Fluch von Land und Volk. Noch ist Israel unter einem gewissen Bundesfluch, weil sie Jesus noch nicht erkannt haben und weil sie auch nicht mit dem Herzen bei Gott sind, sondern ganz viele einfach völlig weltlich leben und Gott vergessen haben. Ja. Und sie sind noch unter dem Fluch, aber es kommt der Tag und dann werden auch die Nationen Israel glücklich preisen, denn er rächt das Blut seiner Diener, er nimmt Rache an seinen Feinden und nimmt den Fluch über Land und Volk Israel hinweg. Ja, und dann wird alles gut. Ja. Gott eifert für Israel, kämpft für Israel gegen dessen Feinde. Zehnte These, die Machtverhältnisse zwischen Israel und den Völkern spiegeln etwas wider von Israels Nähe, entweder zu Gott oder ihre Nähe zu den Götzen. Sind sie Gott nah, sind sie unter dem Segen. Und dann passiert all das, was wir im Bundessegen lesen, 5. Mose 28, 1 bis 2, 7 bis 14. Ja, wunderbare Verse, wie sie da von Gott gesegnet werden. Und dadurch haben sie natürlich auch Macht und Sieg über die Feinde und so weiter. Aber die Machtverhältnisse zwischen Israel und den Völkern spiegeln sich dann auch, wenn sie sich Nähe zu den Götzen haben und ihnen nahe sind. Und da möchte ich einige Verse lesen aus dem Bundesfluch. Was eintritt, wenn Israel nicht Gott nahe ist, sondern sich den Götzen naht und mit den Götzen Umgang hat. Und da sind einige Dinge, die dann etwas zeigen, auch zu den Machtverhältnissen zwischen Israel und den Völkern. 5. Mose 28, Vers 25. Jahwe wird deinen Feinden erlauben, dich zu schlagen. Klare Ansage, ne? Auf einem Weg wirst du gegen sie ausrücken und auf sieben Wegen vor ihnen fliehen. Zum Schreckensbild wirst du für alle Reiche der Welt. Vers 32 bis 33. Deine Söhne und Töchter werden einem anderen Volk preisgegeben und du musst zusehen. Du wirst dich täglich nach ihnen sehnen, aber völlig machtlos sein. Die Früchte deines Ackerlands und all deiner Arbeit werden Leute genießen, die du nicht kennst. Du wirst immerzu nur unterdrückt und misshandelt werden. Und die Geschichte ist voll von dieser Situation, wo Juden misshandelt, ausgebeutet, einfach
zertreten wurden von den Menschen, als Gericht Gottes. Vers 36 bis 37. Jahwe wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einem Volk führen, das du und deine Vorfahren nicht gekannt haben. Dort wirst du anderen Göttern dienen, Göttern aus Holz und aus Stein. Du wirst zum Entsetzen werden, zum Sprichwort und zum Gespött bei allen Völkern, zu denen Jahwe dich treibt. Also hier ist die weltweite Zerstreuung Israels schon vorhergesagt, die dann auch eingetreten ist und wie sie dort unterdrückt waren und verspottet waren und so weiter. Vers 41, Söhne und Töchter wirst du zeugen, aber sie bleiben dir nicht, denn sie gehen in die Gefangenschaft. Immer wieder Flucht, Vertreibung, Gefangenschaft. Vers 43 bis 57 geht es als Weide mit den Flüchen, was alles auf sie kommt, wenn sie den Götzen nahe sind. Also ist immer die politische Situation Israels immer irgendwie auch ein Spiegelbild, natürlich zeitversetzt, aber es wird ein Spiegelbild dessen, ob sie Gott nahe sind oder den Götzen nahe sind. 11. These, gemäß den Gottesknechtsliedern Jesajas erfüllt der Messias einen Doppelauftrag. Er hat nicht nur einen Auftrag an Israel, weil Israel Gottes Eigentumsvolk ist. Ja, er hat einen Auftrag an Israel. Aber er hat auch einen Auftrag an die Völker. Deswegen dieser Doppelauftrag. Und der wird griffig auf den Punkt gebracht in Jesaja 42 und 49 als Bund des Volkes, der zum Bund des Volkes Israel gesetzt ist, um sie in den neuen Bund zu führen. Aber er ist auch gesetzt, um für die Nationen Licht zu sein. Gott hat auch die Völker lieb und will, dass der Messias das Licht der Nationen ist. Ja. Also wir lesen das alles in Jesaja 42 und 49. Ich kann vielleicht die entscheidenden Stellen doch lesen. Jesaja 42, da heißt es, ich, Jahwe, ich habe dich aus Gerechtigkeit gerufen, ich fasse dich an der Hand, ich stehe dir zur Seite, rüste dich aus, ich mache dich, den Messias, zum Bund für das Volk und für alle Völker zum Licht. Das ist dieser Doppelauftrag. Und dass er Licht der Völker ist, hat auch damit zu tun, dass er dann das Recht Gottes zu den Heiden bringt. In Kapitel 49 ist dann die Betonung mehr, was es bedeutet, Bund für das Volk Israel zu sein. Und da ist noch ein sehr interessanter Vers, wo sagt, er sagt, Vers 6, er sagte, also Gott sagt zum Knecht, zu Messias, es ist zu wenig, dass du nur mein Diener bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten. Also Israel wieder aufzurichten, politisch, zurückzuführen, die Verschonten Israels und zu sammeln, die Sammlung Israels zu vollenden. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gemacht, dass mein Heil das Ende der Erde erreicht. Oder wie Luther sagt, und mein Heil zu sein bis an die Enden der Erde. Also es geht um einen speziellen Auftrag der Wiederherstellung Israels. Das hat dann mit dem zweiten Kommen Jesu zu tun. Aber es hat auch eine spezielle Bedeutung. Der Auftrag des Messias ist auch eben Licht für die Nation zu sein, das Heil Gottes zu sein bis an die Enden der Erde. Und das wurde speziell auch durch den erste Kommen Jesu, sein Kreuzestod und Auferstehung natürlich in Gang gesetzt und bewirkt sich aus. Jetzt eine Geschichte bis heute. Also Doppelauftrag. Gott liebt auch die Nationen. Der Messias mit Spezialauftrag für Israel, Wiederherstellung Israels, mit Spezialauftrag für die Nationen, Heil für die Nationen zu bewirken. Und der 12. Die letzte These zum Alten Testament. Gottes Generalplan lautet, die Reiche dieser Welt vergehen, aber Gottes Reich bleibt ewig. Das ist das, was wir in den Träumen Nebukadnezars und in der Vision von Daniel haben, Daniel 2, Daniel 7. Die Reiche dieser Welt vergehen, habe ich früher als eine Drohung aufgefasst. Und je länger älter ich werde und je mehr ich die Welt anschaue, muss ich sagen, die Reiche dieser Welt vergehen ist eine fantastische Verheißung, dass die Welt nicht so bleiben wird, wie sie ist, sondern dass Gottes Reich auch sichtbar, politisch, materiell kommt und ewig bleibt. Ja. Das ist der Overall-Plan. Die Reiche der Welt haben ihre Zeit, aber am Ende und dann für immer
kommt das Reich Gottes und dann wird die Herrschaft auf kein anderes Volk mehr übergehen, heißt es in Daniel 2. Und aber in der Zeit dieser Reiche, da muss Israel auch viel leiden, wie wir gesehen haben, teilweise aus eigener Schuld, teilweise auch aufgrund von Aggression und der Heiden. Und Gott hat eine doppelte Antwort auf das Leiden Israels unter den Weltreichen. Ich habe schon ein bisschen angedeutet, wie schrecklich Israel gelitten hat unter den Reichen dieser Welt und auch bis heute noch auch leidet in der Zerstreuung. Und Gott hat, die eine Antwort ist, dass Gott immer wieder zeitliche Errettung geschenkt hat. Gott hat immer wieder geholfen gegen diese Nation, gegen jene Nation, hat sie da wieder zurückgebracht aus der Gefangenschaft. Gott hat immer wieder zeitliche Errettungen und Hilfen geschickt. Das war die eine Antwort Gottes auf dieses viele schreckliche Leid, was Israel in der Welt erfahren hat. Aber die zweite Antwort Gottes auf das schreckliche Leiden Israels unter den Weltreichen ist, dass Israel getröstet werden wird und dass ihnen positiv vergolten wird, all dieses Leid und Mühsal, und dass ihnen ein ewiger Trost zugesprochen wird im Reich Gottes, in der Wiederherstellung Israels unter dem Messias und dann auch bis in Ewigkeit. Also Gott hat da einen Ausgleich. Das ist der große Generalplan Gottes. Wir kommen jetzt zu Israel, Gott und die Völker im Neuen Testament. Und das ist jetzt nochmal ein abschließender Höhepunkt natürlich, weil das Neue Testament führt ja auch etwas weiter noch als das Alte Testament und hat auch andere Schwerpunkte ein bisschen. Erste These: Jahwe ist der alleinige Gott aller Menschen. Und deshalb hat er sein Gesetz in ihr Herz geschrieben. Römer 12, 2, 14 bis 15 sagt, dass Gott jedem einzelnen Menschen sein Gesetz, das, was Gott für richtig und gut erachtet und böse erachtet, dass das ins Herz geschrieben ist, durch das Gewissen praktisch. Und Gott wird alle Menschen nach ihren Taten richten. Dazu hat er einen Tag bestimmt, er hat einen Richter bestimmt, nämlich Jesus Christus. Und er wird sie richten nach ihren Werken. Das steht ganz klar da. Jeder Mensch wird gerichtet nach seiner Performance, das, was er getan hat, in sein Leibesleben. Das wird beurteilt werden. Und da wird es dann auch Unterschiede im Gericht geben, je nachdem, was die Leute getan haben. Zweitens, Gott liebt die ganze Welt. Gott liebt nicht nur Israel. Das ist ganz wichtig, entscheidend wichtig. Gott liebt die ganze Welt. Und deshalb sandte er seinen Sohn, Jesus Christus, um stellvertretend für die Sünden nicht nur der Gläubigen oder nicht nur der Sünden Israels, sondern für die Sünden der ganzen Welt zu sterben. Ja. Und das sind die klassischen Verse hier, Johannes 1, 29. Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegträgt. Ne? Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ne? Und 1. Johannes 2, Vers 2. Er ist gestorben für unsere Sünden, aber nicht nur für die unsrigen, sondern für die der ganzen Welt. Ja. Also Gott liebt die ganze Welt und deswegen ist Christus auch für die Sünden der ganzen Welt gestorben. Und jeder Weltbürger hat die Chance praktisch durch Jesus Christus erlöst zu werden und Anteil am ewigen Leben zu bekommen. Das Heil kommt von den Juden, sagt kein Geringerer als Jesus. Das Heil kommt von den Juden, Johannes 4, 22, Jesus gegenüber der Samariterin. Und die Juden sind es auch, die von Gott besonders privilegiert sind. Paulus zählt da mal auf, was es alles bedeutet in der Praxis, dass sie dieses Eigentumsvolk Gottes sind, dass Gott sich Israel erwählt hat aus allen Völkern. Ja, da ist eine riesige Liste von Privilegien, die sie dadurch auch haben. Ja, und deswegen ist Paulus auch so bestürzt und traurig, weil obwohl sie so privilegiert sind, sind die allermeisten seiner Zeitgenossen damals und auch heute noch so blind für den Messias Jesus. Ja. Mein Herz ist von tiefer Traurigkeit erfüllt. Es quält mich unablässig, wenn ich an die Angehörigen meines Volkes denke, an meine Brüder und Schwestern, mit denen ich durch die gemeinsame Abstammung verbunden bin. Für sie hätte ich es auf mich genommen, verflucht und für immer von Christus getrennt zu sein. Sie sind ja Israeliten. Jetzt kommt er an, fängt an, in Römer 9, Vers 4 folgende, die Vorzüge Israels aufzuzählen. Sie sind ja Israeliten, Gottes Kämpfer, Gottes Streiter.
Israel heißt Gottes Streiter. Ihnen hat Gott das Vorrecht geschenkt, seine Kinder zu sein. Israel ist mein erstgeborener Sohn, heißt es. Ihnen hat er seine Herrlichkeit gezeigt. Gott hat sich ihnen oft offenbart in seiner Lichtherrlichkeit auch. Mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen. Ihnen hat er das Gesetz und die Ordnung des Gottesdienstes gegeben. Ihnen gelten seine Zusagen. Auch die ganzen Verheißungen im Blick auf die Wiederherstellung Israels und den neuen Bund. Das gilt ihnen. Ja, sie sind die Nachkommen der von Gott erwählten Väter und aus ihrer Mitte ist auch der Messias seiner menschlichen Herkunft nach hervorgegangen. Er hat auch eine göttliche Herkunft, ja, vom Heiligen Geist, Jungfrauengeburt und so. Ja, aus seiner menschlichen Herkunft, aber ist er aus dem Volk Israel hervorgegangen. Ja, also unglaublich privilegiert. Das Heil kommt von den Juden, denn sie sind von Gott privilegiert. Wenn man das annimmt, kann man ja gar kein Antisemit sein. Das ist ja völlig unmöglich. Jesus weissagt, im Blick auf Völker, Gott und die Völker, Jesus weissagt Völkerkriege und Bürgerkriege als geschichtliche Realität. Matthäus 24, Endzeitrede. Und das durchzieht die ganze Geschichte. Die ganze Geschichte ist eine Geschichte von Kriegen bis zum heutigen Tag. Wird auch nicht aufhören, bevor Jesus wiederkommt. Und Jesus weissagt auch speziell die Zerstörung Jerusalems durch Nationen, aber die wird irgendwann ein Ende haben, nämlich bis die Zeit der Nation zu Ende sein wird. Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeit der Nation zu Ende sein wird. Es spielt an auf die Zerstörung Jerusalems durch die Römer, aber das hält an, die Zerstörung und Zertretung Jerusalems durch Nationen, Entweihung Jerusalems durch Nationen hält an bis zum Ende. Und ich könnte jetzt die geschichtlichen Daten aufzählen, also Römerherrschaft, dann frühe arabische Herrschaft, also Römerherrschaft, dann byzantinische Herrschaft, frühe arabische Herrschaft, Kreuzfahrerherrschaft, späte arabische Herrschaft, dann kommt die osmanische, türkische Herrschaft, da haben die Briten geherrscht und so weiter. Und bis heute immer noch auf dem Tempelberg ist immer noch muslimische Herrschaft da in Form dieser El-Aqsa-Moschee und des Felsendoms. Also Jerusalem wird zertreten, unterworfen von den Völkern, bis die Zeit der Nation zu Ende sein wird. Und deswegen ist 1967 Eroberung, Rückeroberung Jerusalems und im neuen Staat Israel, auch des Tempelberges, schon ein Meilenstein in der Endzeit, im Endzeitfahrplan. Zeit der Nation geht zu Ende. Jesus weissagt auch die weltweite Evangeliumsverkündigung vor dem Ende. Matthäus 24, 15. Und damit weissagt er, dass der Missionsbefehl, den er gegeben hat, als sein letzter Wille, bevor er in den Himmel gefahren ist, hat er den Missionsbefehl gegeben. Und er weissagt, dass dieser Missionsbefehl erfüllt werden wird. Denn das Evangelium wird tatsächlich, bevor das Ende kommt, weltweit geprägt werden. Und auch das ist heute gegeben. Ja? In praktisch allen Ländern der Erde wird das Evangelium gepredigt. Und die Offenbarung zeigt uns auch, dass Menschen aus allen Stämmen, Völkern, Nationen und Sprachen dann vor dem Thron Gottes stehen, weil sie errettet worden sind durch das Blut des Lammes. Ja. Die Apostelgeschichte zeigt uns, wie der Missionsbefehl in den ersten Jahrzehnten der Gemeinde umgesetzt wird. Und dann kann man Bücher über die Missionsgeschichte lesen, um zu sehen, wie sich das weiter ausgebreitet hat. Ja. Bis zum heutigen Tag. Jesus hat das geweissagt und es hat sich erfüllt. Juden haben gegenüber Heiden keinen Vorteil. Steile These des Neuen Testaments. Juden haben gegenüber Heiden keinen Vorteil, obwohl sie privilegiert sind, obwohl sie Gottes Eigentumsvolk sind. In gewisser Hinsicht haben sie keinen Vorteil. Juden haben gegenüber Heiden keinen Vorteil, weil Gott alle unter den Unglauben beschlossen hat, damit er sich aller erbarme. So heißt es Römer 11, 28 bis 32. Das heißt, die Juden werden nicht aufgrund ihrer Volkszugehörigkeit oder ihrer göttlichen Privilegien gerettet, sondern genau wie die Heiden werden auch die Juden gerettet, nur aus Gnade aufgrund ihres Glaubens an Christus. Ganz klare Lehre, Römer 1, Römer 3, Römer 4, Römer 10, man kann die Stellen alle nachlesen. Da ist kein Unterschied zwischen Juden und Heiden, die Rettung allein durch den Glauben an Jesus Christus. In der Gemeinde Jesu, auch das ist völlig Neuland, spielt die Volkszugehörigkeit keine Rolle mehr. Ja, da ist nicht Jude noch Grieche. Ja. Denn alle Gläubigen aus den Juden und den Nationen bilden zusammen den einen Leib des Christus.
ganz klare Lehre des Neuen Testaments. Ich lese mal 1. Korinther 12, exemplarisch. 1. Korinther 12, Vers 12 bis 13. Denn der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht auch aus vielen Teilen, aber all die vielen Teile des Körpers bilden zusammen den einen Organismus. So ist es auch bei Christus. Denn wir alle sind durch den einen Geist in einen einzigen Leib eingegliedert, oder getauft, aber eingegliedert, und mit dem einen Geist getränkt worden. Juden und Nichtjuden, Sklaven und freie Bürger. Sowohl Volkszugehörigkeit als auch sozialer Status ist völlig egal jetzt, spielt keine Rolle mehr, weil wir als Gläubige an Christus zu dem Leib des Christus gehören. Und das ist eine ganz wichtige Aussage. In der Gemeinde Jesu spielt die Volkszugehörigkeit keine Rolle mehr, denn alle Gläubigen aus den Juden und den Nationen bilden zusammen den einen Leib des Christus. Das war noch ein Geheimnis, es war im Alten Testament so noch nicht offenbar geworden, das sagt uns der Epheserbrief, Epheser 3, Vers 5 bis 6. Früheren Generationen war das nicht bekannt. Wir haben eine fortschreitende Offenbarung in der Schrift. Früheren Generationen war das nicht bekannt. Er hat es aber jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist enthüllt. Die nichtjüdischen Völker sollen mit am Erbe teilhaben, also an den Privilegien Israels teilhaben, auch zum Eigentumsvolk Gottes werden können. Ja. Die nichtjüdischen Völker sollen mit am Erbe teilhaben und mit zu dem einen Leib gehören und die Zusagen Gottes, die in Christus Wirklichkeit wurden, sollten durch das Evangelium auch ihnen gelten. Also auch ihnen, den Heiden, gelten. Und Kapitel 4, Vers 3 bis 6. Bemüht euch darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, im Verbund des Friedens zu bewahren. Ihr seid ja ein Leib, in euch lebt der eine Geist und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Also alle Gläubigen sind eins, völlig egal, welche Nationalität, ob Jude oder Nicht-Jude. Das Heil der Völker, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den viele Christen leider nicht so klar sehen. Aber das Heil der Völker ist eng verknüpft mit der Geschichte Israels. Und ich möchte es mal so auf den Punkt bringen. Wir haben zwei große Linien. Die eine wird beschritten durch das erste Kommen Christi und die andere durch das zweite Kommen Christi. In dieser ersten großen Linie, das erste Kommen Christi, da hat Israel nicht in der Masse des Volkes nicht mit Glauben reagiert und das führte zu Israels Fall und auch zu Gericht über Israel. Also das erste Kommen Christi aufgrund des Unglaubens Israels hat zum Fall Israels geführt, aber das war dann die freie Bahn für die Völker, jetzt am Heil Gottes teilzuhaben. Ja. Und das ist das, was Paulus im Römerbrief lehrt. Und das ist eine so gewichtige Stelle. Ich habe es auch beim Thema der Ersatztheologie diese Stelle sehr ausführlich behandelt. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir da klar sehen, was die Bibel hier sagt. Römer 11, Vers 11. Nun frage ich, sind Sie, also Juden, etwa gestrauchelt, um nie wieder aufzustehen? Auf keinen Fall. Die werden wieder aufstehen. Die Juden werden schon noch, Israel wird schon noch zum Glauben kommen. Auf keinen Fall. Vielmehr hat ihr Fehltritt den anderen Völkern die Rettung gebracht, um die Juden wiederum eifersüchtig zu machen. Also die Christen sollten durch ihr vorbildliches Verhalten und ihre vorbildliche Beziehung mit Gott Juden eigentlich Geschmack machen auf Beziehung mit Gott. Ja. Hat aber teilweise nicht so sehr geklappt, ja, muss man leider sagen. Aber das war Gottes Plan. Ja. Der Fall Israels war für die Völker das Heil. Und das sehen wir auch in der Predigt des Paulus gegenüber den Synagogenvorstehern in Apostelgeschichte 28, wie das ganz deutlich wird, dieser Zusammenhang zwischen Geschichte Israels und Heil für die Völker. Wir haben dort in Apostelgeschichte 28, Vers 23, da hat Paulus mit den Synagogenvorstehern von Rom ein Treffen vereinbart, um mit ihm über Jesus Christus, über das Evangelium zu sprechen. Sie vereinbarten ein weiteres Treffen mit Paulus und kamen dann in noch größerer Zahl zu ihm ins Quartier. Vom Morgen bis in den Abend hinein sprach er mit ihnen über das Reich Gottes.
erklärte ihnen, wie Gott seine Herrschaft aufrichtet und versuchte, sie vom Gesetz Moses her und aus den Schriften der Propheten zu überzeugen, dass Jesus der Messias ist, ihnen die Augen dafür zu öffnen. Einige von ihnen ließen sich durch seine Worte tatsächlich überzeugen. Aber es ist nur eine Minderheit, einige wenige. Die anderen glaubten ihm nicht. Sie konnten sich darüber nicht einig werden und brachen schließlich ab auf. Paulus sagte ihnen dann noch, wie zutreffend hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja doch zu euren Vorfahren geredet. Geht zu diesem Volk, befahl Jesaja, und sagt zu ihnen, hört nur zu, ihr versteht ja doch nichts. Seht nur hin, ihr werdet es nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart, ihre Ohren sind verstopft und ihre Augen machen sie zu. Sie wollen mit den Augen nichts sehen, mit den Ohren nichts hören, mit den Herzen nichts verstehen. Sie wollen sich nicht bekehren, dass ich sie heilen könnte. Und Paulus fügte hinzu, ihr sollt wissen, dass Gott sein Heil jetzt den anderen Völkern anbietet und bei ihnen wird er offene Ohren finden. Also nach dem ersten Kommen Christi wurde das Heil Israel angeboten, aber Israel hat es in der Masse abgelehnt, nicht wirklich gehört, das Herz verschlossen und so. Und es wurde den Heiden angeboten. Es hat zu einer massiven Missionsbewegung unter der Völkerwelt geführt und Millionen von Nichtjuden sind zum Glauben gekommen und mit Gott in Ordnung gekommen. Ja. Das ist die eine große Linie. Und die zweite große Linie, stopp da einen Vers, wo ich noch lesen, aus Römer 11, Vers 15a, der ist auch noch relevant zu dieser ersten Linie. Römer 11, Vers 15a. Denn wenn schon die Verstoßung Israels der Welt die Versöhnung mit Gott brachte. Ja? Also Israel ist gefallen, durch Unglauben das Heil nicht angenommen, ist dadurch auch von Gott vorübergehend verstoßen worden. Nicht auf Dauer, aber vorübergehend abgesetzt worden sozusagen, beiseite gestellt worden. Und wenn dieses, was für Israel sehr negativ war natürlich und ist, schon was Positives für die Welt gebracht hat. Es hat Versöhnung für die Welt gebracht, Versöhnung mit Gott. Es hat den Völkern Heil gebracht, wie wir es sehen. Seit dem ersten Kommen Jesu sind Völker heil geworden durch den Glauben an Jesus Christus. Aber es gibt diese zweite Linie und darauf möchte ich jetzt den besonderen Wert legen, weil die manche Leute nicht so klar sehen. Die zweite Linie ist, dass die Geschichte, das Heil der Völker und die Geschichte Israels auch in der Zukunft noch eng miteinander verknüpft sind. Und zwar haben wir folgende zweite große Linie. Das zweite Kommen Jesu wird dann zur Wiederannahme Israels führen. Wenn Jesus wiederkommt, das haben wir auch beim Endzeit-Fahrplan gesehen, wird es zu dem Zeitpunkt kommen, wo Israel seinen Messias erkennt und sich zu ihm hinwendet und Vergebung erhält und gerettet wird, komplett. Der Überrest, der dann da sein wird. Das ist die Erneuerung Israels, dass dann der Geist auf Israel ausgegossen wird und so weiter. Und das ganze Heil, was Gott geplant hat, auf Israel dann kommt. Also diese Wiederannahme Israels, das steht noch aus. Ja? Und wenn das geschieht, dass Israel wieder angenommen wird, das wird noch viel mehr positive, gewaltige Veränderung für die Welt mit sich bringen. Ja, das ist diese Logik. Ja? Wenn schon das, was für Israel negativ war, sich schon so positiv für die Welt ausgewirkt hat. Wie viel mehr wird, wenn das kommt, was für Israel ganz super positiv ist, seine Wiederannahme, dass sie sich bekehren zu ihrem Messias hin. Wie gigantisch wird das denn für die Völkerwelt? Und das ist der Punkt, den Paulus hier macht in Römer 11 und auch 11, Vers 12 und 15. Und zwar nochmal. Ich nehme nochmal die erste Linie mit. Römer 11, Vers 11. Nun frage ich, sind sie etwa gestrauchelt, um nie wieder aufzustehen? Auf keinen Fall. Vielmehr hat ihr Fehltritt den anderen Völkern die Rettung gebracht, um die Juden wiederum eifersüchtig zu machen. Und jetzt kommt die Pointe. Wenn nun schon die Welt durch ihren Fehltritt reich gemacht wurde und ihr, also der Judenverlust, für die anderen Völker ein großer Gewinn war, geistlich gesehen, was wird es dann erst sein, wenn Israel in voller Zahl umkehrt? Oder wenn die Vollzahl Israels eingeht, also wenn der Überrest sich bekehrt. Was wird das sein?
In Vers 15 wird dieser Gedanke nochmal wiederholt und das ist typisch auch jüdischer Stil. Etwas, was ganz wichtig ist, muss wiederholt werden. Wird es zweimal gebracht. Und hier wird der Gedanke nochmal gebracht in Vers 15. Auch hier wieder erste Linie, zweite Linie. Denn wenn schon die Verstoßung Israels der Welt die Versöhnung mit Gott brachte, jetzt kommt die Beute, was wird dann erst Israels Wiederannahme bringen? Nicht weniger als das Tote lebendig werden. Das wird die Auferstehung bringen. Die völlige Erneuerung der Welt. Ja. Das ist der Punkt. Das Heil der Völker ist eng verknüpft mit der Geschichte Israels. Dadurch, dass Israel den Messias verworfen hat, ist den Völkern das Heil angeboten worden. Und 2000 Jahre haben wir jetzt Mission. Aber in der Zukunft, wenn Israel sich bekehrt und von Gott wieder angenommen wird, das wird praktisch die Wiedergeburt der Welt werden. Die völlige, totale Erneuerung der Welt. Er nennt es hier, dass nicht weniger als das Tote lebendig werden. Das geschieht bei der Erneuerung der Welt. Die Bibel spricht einmal von Wiedergeburt der Welt. Ja, Palingenesis, also die wieder eine zweite Geburt. Als Individuum brauchst du eine neue Geburt. Sei es, wird jemand von Neuem geboren, kann nicht in das Reich Gottes kommen. Aber die Erde, die ganze Welt bekommt auch eine Neugeburt. Nämlich, wenn Jesus wiederkommt. Und da haben wir noch zwei Stellen, die ich in dem Zusammenhang lesen möchte. Apostelgeschichte 3, die von dieser Zeit sprechen, von dieser Wiedergeburt der Welt. Apostelgeschichte 3, in der Predigt des Petrus, meine ich. Vers 19 bis 21. Hat also Petrus eine große Christuspredigt gehalten, Stegreifpredigt auf dem Tempelplatz. Und dann kommt er zum Schluss und sagt, so ändert nun eure Einstellung und kehrt zu ihm um. Was passiert, wenn Israel komplett umkehrt zu Christus? Kehrt zu ihm um, damit der Herr eure Schuld auslöscht und die Zeit der Erholung oder Erquickung anbrechen lässt. Das sind die Zeiten, die die Propheten verheißen haben, der Wiederherstellung Israels. Und damit er euch den Messias sendet, den er für euch bestimmt hat, nämlich Jesus. Freilich musste er zunächst in den Himmel zurückkehren, bis wirklich alles wiederhergestellt ist. Also, wenn Jesus kommt, wird er alles wiederherstellen, wird die Welt komplett erneuern, er wird sich Israel zuwenden, Israel wird enorme Segnungen erhalten, aber auch die Welt. Und das hat mit dem zweiten Kommen Christi zu tun. Und zu diesem zweiten Kommen Christi sagt auch Jesus, ich lese hier nach der Lutherbibel, Übersetzung, Kapitel 19, Matthäus Evangelium 19, Vers 28. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die immer nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, da steht dieses Wort Wiedergeburt, Luther übersetzt es wirklich, also als Wort Wiedergeburt, was hier auch steht im Griechischen. Wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Also Jesus spricht von einer Wiedergeburt der Welt. Diese totale Erneuerung, diese neue Ehe und diese Erneuerung der Welt. Und so wie erstes Kommen, der Fall Israels durch Unglauben, Heil der Völker, Weltmission, das hängt zusammen. Aber in der Zukunft auch, das zweite Kommen Jesu resultiert in der Wiederannahme Israels. Aber das hat dann nicht nur für Israel was Gutes, sondern hat für die ganze Welt was super Gutes, denn es führt zur Wiedergeburt, zur Totalerneuerung der Welt. Ja. Das ist ganz wichtig, das zu begreifen. Deswegen freuen wir uns auf die Zukunft, wenn Jesus kommt. Davor gibt es aber noch einige dunkle Kapitel. In der Zeit des Antichristen werden die Völker massenhaft verführt, 2. Thessalonicher 2, 9 bis 12, Offenbarung 13, 13 bis 15, während Juden und Christen stark verfolgt werden. Ich glaube, ich muss mal eine Serie halten über die Thema der Entrückung, weil, um mal klarzustellen, warum ich glaube, dass die Bibel lehrt, dass erst bei der endgültigen Wiederkunft Jesu dann die Entrückung stattfindet. Aber das war jetzt nur eine Randnotiz. Aber das muss mal ausführlich begründet werden von der Bibel her, weil viele da eine falsche Hoffnung haben, die von der Bibel meines Erachtens überhaupt nicht begründet ist, mit dieser Vorentrückung. Also während Juden und Christen stark verfolgt werden in der antichristlichen Zeit und die Völker werden massenhaft verführt,
Gleichzeitig werden die Völker wie einst die Weltmacht Ägypten mit massiven Gerichten Gottes konfrontiert. Wir haben da diese Posaunengerichte, wo die Natur massiv geschädigt wird. Wir haben die Gerichte durch die zwei Zeugen in Jerusalem, die mit allerlei Plagen die Erde schlagen. Wir haben dann die Zornesschalengerichte. Ja? Das sind schreckliche Dinge, die noch zukünftig sind, ja, die die Welt konfrontieren wird, wie damals Ägypten konfrontiert wurde mit den Plagen. So wird die Welt konfrontiert werden mit diesen Plagen in der letzten Zeit. Und das kulminiert dann, also findet einen Höhepunkt in einer weltweiten Mobilisierung der Völker. An der Spitze steht der Antichrist, der falsche Prophet und Satan. Da werden die Völker mobilisiert zum Kampf, zum Krieg gegen Christus. Und das mündet in den Showdown der Weltgeschichte, habe ich Näheres dazu ausgeführt, im Endzeitfahrplan. Ja, wir finden die Texte Offenbarung 16, 12 bis 16, Kapitel 17, 12 bis 14, Kapitel 19, 21 bis 11 bis 21, wo dann Christus natürlich diesen Showdown souverän gewinnt und dieser ganze weltweite Aufstand gegen Christus dann auch besiegt wird, überwunden wird. Danach kommt das Völkergericht. Beim Völkergericht, unmittelbar nach der Wiederkunft Jesu, entscheidet das Verhalten der Völker gegenüber den Brüdern Jesu über ihre Zutrittsberechtigung zum Reich Gottes. Kann man sich jetzt natürlich prächtig streiten, wer sind die Brüder Jesu? Sind das die Juden oder sind das die Christen? Ich glaube, sowohl als auch. Ja, Jesus ist aus dem Volk der Juden, deswegen sind es seine Volksbrüder, Volksgenossen. Und Jesus nennt alle Gläubigen seine Brüder, ja, geistlichen Brüder. Also das Verhalten der Völker gegenüber Juden und Christen in der Geschichte wird entscheiden über ihre Zutrittsberechtigung zum Reich Gottes. Matthäus 25 ist das Völkergericht, auch Apostel 17. Er wird die Völker richten durch einen Mann, nämlich durch Jesus Christus. Da wird dieses Völkergericht sein. 11. Nach dem tausendjährigen Reich wird der dann freigelassene Satan, der wird 1000 Jahre gebunden im tausendjährigen Reich. Deswegen befinden wir uns jetzt natürlich noch nicht im tausendjährigen Reich. Der Satan ist ja nicht gebunden. Aber nach dem tausendjährigen Reich wird der dann freigelassene Satan die Völker tatsächlich erneut verführen. Er wird sich nicht geändert haben. Und die Menschen werden sich auch nicht geändert haben. Sie werden sich erneut verführen lassen auch. Und zur Rebellion gegen Christus anstacheln. Auf breiter Front werden sie dann nochmal marschieren gegen Jerusalem. Aber dieser letzte Aufstand wird dann einfach niedergeschlagen in einem Nu mit Feuer vom Himmel. Und das war der letzte Akt. Und dann fängt die Ewigkeit an. Im himmlischen Jerusalem werden die erretteten Völker, da ist von Völkern die Rede, im himmlischen Jerusalem. Es gibt Völker. Im himmlischen Jerusalem werden die erretteten Völker im Licht Gottes und des Lammes leben. Also sind dann nur Gläubige dabei. Die Könige der Erde werden kommen und ihren Reichtum in die Stadt tragen, heißt es in Offenbarung 21, Vers 26. Während umgekehrt sie auch von dieser Stadt profitieren, werden die Blätter vom Baum des Lebens, die in jeder Stadt wachsen, also Bäume des Lebens wachsen in jeder Stadt und die Blätter von diesen Bäumen dienen dann den Völkern zur Gesundung, zur Gesundheit. Also das sind Perspektiven, auch in der, im himmlischen Jerusalem ist von Völkern die Rede. Also es wird diese nationale Struktur hat auch da eine Bedeutung. Fazit. Bin heute schon etwas früher fertig, aber ist auch mal gut. Fazit. Bleib gelassen. Wenn du frustriert bist oder erschüttert bist von den Dingen, was du in den Nachrichten hörst, was weltweit so geschieht, geschehen ja viele schreckliche Dinge. Ich kann nur sagen, wenn du das im Kopf hast, was Gottes Wort sagt uns über Israel, Gott und die Völker, dann kannst du gelassen bleiben. Bleib gelassen. Denn Gott ist Herr und Richter der Völker. Ja. Und er wird das auch alles richten. Und er lässt auch, er setzt Könige ein, setzt Könige ab. Er gibt Dingen manches Zeit, um auszureifen. Aber das Gericht kommt dann auch über böse Taten. Bleib gelassen. Ist nicht deine Verantwortung. Gott ist der Herr und Richter der Völker. Er wird das handeln. Das Zweite, was wir als Fazit mitnehmen sollten, wäre, wenn der Missionsbefehl Jesu letzter Wille war, wirklich zu allen Völkern zu gehen und ihnen die gute Nachricht von Jesus Christus zu bringen, damit die Menschen aus den Völkern
errettet werden können durch den Glauben an Jesus, dann müssen wir da engagiert sein. Dann kann das uns nicht gleichgültig sein. Sondern wir müssen da alles dran setzen, da mitzuwirken, mitzuhelfen, dass dieser Missionsbefehl erfüllt wird. Also zeig missionarischen Einsatz in deiner Umgebung, vor deiner Haustür, aber auch indem du den Blick für die Weltmission hast, für betest, Geld gibst und Leute motivierst oder selbst auch bereit bist, in die Weltmission zu gehen. Es braucht Menschen, ohne große Menge von Leuten, die sich da einreihen in diesen missionarischen Einsatz. Zeig missionarischen Einsatz. Denn Jesu letzter Wille, in Klammern Missionsbefehl, der letzte Wille soll uns Befehl sein, oder? Können nicht sagen, wir glauben Jesus, folgen Jesus und Jesus ist uns wichtig und groß und wir beten ihn an und dann ist es uns egal, was er uns geboten hat und wir rühren keinen Finger. Das kann einfach nicht sein. Und das dritte Fazit ist hier, warte voll Freude auf die Wiedergeburt der Welt. Das ist das, worauf wir zugehen. Wir warten nicht auf den Weltuntergang, sondern wir warten auf die Wiedergeburt der Welt. Ja, das ist mit Geburtswehen verbunden. Natürlich, jede Geburt hat erstmal Wehen. Aber dann, wenn das Kind da ist, denkt man überhaupt nicht mehr an die Wehen. Wir haben letztes Jahr 3 Engel bekommen. War wunderbar. Und alle unsere Kinder haben sich gefreut auf das neue Leben, was da heranwächst, dass es kommt. Und man hat sich einfach nur gefreut auf das Kind, was kommt. Man wusste ja, es gibt auch Wehen, ja, aber man freut sich, dass es Kindern da ist und man hat eigentlich nur das im Blick. Und ich kenne keine Mutter, die keine Freude hat auf das Kind, weil sie nur Angst hat vor den Wehen. Ja. Sondern jede Mutter, jedes Elternpaar freut sich auf das Kind, was geboren wird. Es muss halt da durch. Ja. Und so sollen wir uns auch freuen auf die Wiedergeburt der Welt, trotz aller Geburtswehen. Es ist wirklich Grund zur Freude. Die neue Weltordnung kommt, ja. Es gibt eine neue Weltordnung und die kommt. Aber ganz anders, als manche Eliten sich das wünschen und vorstellen und daran arbeiten. Sondern die neue Weltordnung, die wirklich kommt, ist die Ordnung, die Gott herbeiführen wird. Und da ist tatsächlich erstmal eine riesige Zerstörung angesagt. Die 7. Zornesschale spricht davon, auch Offenbarung 17, Vers 17 bis 21, dass die Städte der Heiden fallen und alle Inseln und Berge verschwinden. Also das wird alles platt gemacht, wie so ein Reset. Ja, gibt es einen weltweiten Reset. Und Petrus drückt es aus, dass die Himmel zergehen mit Krachen. Ja, ich lese mal da einige Verse aus 2. Petrus 3, wie diese neue Weltordnung dann kommen wird. 2. Petrus 3, Vers 8 bis 13. Eins aber dürft ihr dabei nicht übersehen, liebe Geschwister, für den Herrn ist das, was für uns ein Tag ist, wie 1000 Jahre. Und was für uns 1000 Jahre sind, ist für ihn wie ein einziger Tag. Der Herr verzögert seine Zusage nicht, also dass er wiederkommt, wie manche das meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht, sondern dass alle Gelegenheit haben, zu ihm umzukehren. Also die Zeit soll genutzt werden zur Umkehr. Der Tag des Herrn aber wird so unerwartet kommen wie ein Dieb. Und dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und die Himmelskörper im Feuer verglühen. Die Erde und alles, was der Mensch auf ihr gemacht hat, werden dann verbrannt werden. Wenn sich das alles nun so auflösen wird, was für ein Anliegen müsste es euch dann sein, ein Leben in Heiligkeit und Ehrfurcht vor Gott zu führen? Denn den Tag Gottes zu erwarten und seine Ankunft zu beschleunigen, ich meine, man kann das nur durch Weltmission beschleunigen, seine Ankunft zu beschleunigen, den Tag, an dem die Himmel im Feuer verbrennen und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Aber nach dem, was Gott uns versprochen hat, erwarten wir neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit regiert. Also nicht diese Welt der Ungerechtigkeit, diese alte Weltordnung, wo Ungerechtigkeit und Geldgier und Macht, all diese Dinge, was wir kennen, und was so viel Leid und Elend mit sich bringt. Diese Weltordnung wird vergehen und dann kommt Gottes neue Welt, neue Himmel, eine neue Erde, die, wo Gerechtigkeit und Friede ist, ja. Und schon unser Glaubensvater Abraham hat sich gesehnt, er wusste, er ist ja Fremdling in dieser Welt, er hat sich gesehnt nach der Stadt, nach der ewigen Stadt, die Gott baut,
Ja, heißt er, er wartete auf die Stadt, die feste Fundamente hat, die nicht vergänglich ist, ja, die feste Fundamente hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott selbst ist. Und diese Stadt wird uns dann geschildert in Offenbarung 21, im letzten und Kapitel 22 teilweise noch, wird diese Stadt als wunderschön geschildert und Gott ist dann gegenwärtig in dieser Stadt und das Lamm ist gegenwärtig in dieser Stadt. Und alle Gläubigen sind dann in dieser Stadt und die Völker kommen, bringen ihre Kostbarkeiten, leben auch in dieser Stadt. Aber eins ist klar, in dieser Stadt wird nie etwas Unreines kommen. Wer immer wieder tut, was Gott verabscheut, wer von Lügen bestimmt ist, wird niemals dort hineinkommen, wird nie Anteil haben an dieser neuen Weltordnung, sondern nur der, der im Lebensbuch des Lammes eingetragen ist. Der wird Anteil haben an dieser neuen Weltordnung, in dieser ewigen Stadt Gottes, neuer Himmel, neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt, wo es keine Tränen mehr gibt, kein Leid und auch kein Tod mehr geben wird und Kriege sowieso nicht mehr. Ja, also das ist eine sehr hoffnungsvolle Schau. Ja, bleib gelassen, zeig missionarischen Einsatz, warte voller Freude auf die Wiedergeburt der Welt, denn die neue Weltordnung Gottes, die kommt ganz sicher. Nur sehr anders, als viele sich das erwarten oder wünschen oder dran basteln. Gott wird da alles überraschen.